Hallo miteinander. Ich habe mir jetzt erst vor kurzem mal das Spiel Tumult in Neverwinter gekauft und das ist ein Dungeons und Dragons, Achtung, Pause für Gelächter, Krimi und Rätsel Exit Spiel. Und halt, bevor ihr jetzt abschaltet und aufsteht, hört mich mal an, ne? Also Disclaimer erstmal voraus, ich hasse Exit Spiele und ich hasse vor allem diese ja, so Krimi-Dinner und so bin jetzt alles so unbedingt super drin. Was ich mal gespielt habe, sind von Cosmos gibt es ja diese Adventure-Games, die ja praktisch wie so ein Point-and-Click-Adventure von früher, geh dorthin, mach das und dann geht's da, das ist eine Story, die man weiterspielt und ab und zu sind Rätsel eingestreut. Das toleriere ich noch, wenn es gut gemacht ist. Ich habe dieses mit dem im Verlies da gespielt und dieses mit der Neochrom AG und dann haben wir das hier im Nebelreich gespielt, aber nie fertig, weil es uns angekotzt hat. Und das war dann einfach nicht das Richtige. Ne? Und ich komme ja aus der Zeit, also ich habe früher in der Jugend und auch im höheren Alter Dungeons und Dragons gespielt. Ich habe auch das Schwarze Auge gespielt, ich habe Pathfinder gespielt und irgendwann hatte man halt keine Zeit mehr. Ne? Und wenn man halt Dungeons und Dragons klassisch Pen und Paper spielen will, braucht noch viel Zeit dazu. Jemand, der Muße hat, die gleiche Gruppe und Zeit, vor allem Zeit, ja. Und deswegen ist es ein bisschen eingeschlafen, das Spiel. Und dann hat man ja irgendwann Brettspielen angefangen und Dungeon Crawler gespielt. Ganz viele Dungeon Crawler, bis es mir so richtig so rausgekotzt hat. Ne? Und dann hatte ich lange keine Lust mehr auf Dungeon Crawler, kann es auch heute noch kaum spielen. Und dann war ja erst dieser Dungeons und Dragons Kinofilm mal wieder, der war ganz wunderbar eigentlich, richtig gut, okay. Und im Zuge dieses Films nehme ich mal an, dass es was damit zu tun hat, kam ja erstmal ein Monopoly raus mit der Filmlizenz, da reden wir jetzt nicht drüber. Und es kam komischerweise, erschien dieses Spiel hier, Tumult in Neverwinter, ein dreiteiliges Escape Room Abenteuer auf der Bildfläche. Und ich so gleich, Escape Room, bleibt mir bloß weg. Aber ich habe mir das jetzt mal genauer angeguckt und ich werde nichts spoilern. Das ist, also ihr seht hier ein bisschen was, aber ich gehe nicht ins Detail. Ich werde nachher ein paar Bilder zeigen aus dem allerersten Raum, ohne Rätsellösung oder so. Also macht euch nicht gleich ins Hemd. Ja? Also keine Angst, ich werde da nichts vorwegnehmen. Deswegen keine Panik. Ja? Ich zeige jetzt mal die Rückseite der Schachtel, das ist auch kein Geheimnis und was da so steht. Dieses Spiel verspricht nämlich, es ist relativ interessant, eine epische Geschichte in drei Akten zu erzählen, wo es darum geht, halt in einzelnen Räumen Rätsel zu lösen, indem man halt Monster bekämpft vielleicht oder halt Hinweise findet und Räume durchsucht und so. Und wenn man sich das so anguckt, da gibt es dann auch so Umschläge, da sind die Lösungen drin, oder wenn man stirbt, und da gibt es Beutekarten, es gibt 20-seitige Würfe, es gibt Charakterfähigkeiten, es gibt Klassen, Hitpoints, Gegenstände. Macht schon eigentlich viel, viel richtig und man denkt dann, okay, das ist vielleicht doch kein shitty Escape Room Spiel oder sowas. Und scheint auch nicht so abgegrenzt zu sein, die Story von den Rätseln, wie diese ganzen. Diese Exit-Spiele, die mich echt ankotzen, wo halt irgendwie ein Thema drauf gekleistert ist und dann wird da irgendein Rätsel von dir verlangt, wo gar nicht erklärt wird, wo sind wir, was machen wir hier und wieso tun wir es überhaupt? Nein, das ist jetzt, da ist halt jetzt eine Felsenwand mit drei Ecken, eins ist rot, eins ist blau, eins ist grün und das musst du drehen und so. Und dann denke ich ja, warum soll ich das machen? Wo bin ich? Wer bin ich überhaupt oder so? Das gibt's nicht. Aber das hier, ich habe das jetzt, wir haben Akt 1 haben wir schon gespielt, haben schon mit dem zweiten sofort angefangen und ich kann Folgendes sagen, dieses Spiel macht einiges richtig und macht nicht so viel falsch, sagen wir mal so. Und ich als Pen-and-Paper-Spieler, der Story und gleichzeitig auch Gameplay haben will und sinnige Rätsel, der findet sich hier recht gut wieder, das kann ich schon mal sagen, weil wir spielen eine Story durch, die ist auch blöd, das ist wieder easy, ja, irgendjemand ist verschwunden, wir sollen den suchen, wir sind halt vier Helden, kann man bis zu sechs spielen, wir haben Charakterfähigkeiten, wir suchen uns da am Anfang was aus, ne? Ich bin ein menschlicher, ich habe mich mal für eine Rolle entschieden, die ich sonst nie spielen würde. Ich habe gesagt, ich bin ja mal ein Barde, der praktisch mit seiner Sonderfertigkeit, die er da hat, einmal pro Kapitel Leute bezirzen kann oder motivierende Musik spielt und einfach ablenkende Musik vielleicht. Die Schlacht ist vorbei, mach Freunde zu Brüdern, umarm deine Mutter, den Vater, die Maid, aus ewiger Feindschaft, Freundschaft.
Ja, ungefähr so. Ja, und das wollte ich mal spielen, weil ich habe schon vermutet, dass es in diesem Spiel, was ja kein echtes D&D ist, mit nicht wirklichem Fortschritt und Charakterfähigkeiten und Kampf, ist es scheißegal, was du spielst. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme jetzt mal einen Barde, weil ich komme sonst nie dazu, einen Barde zu spielen. Das würde ich gerne mal machen. Also habe ich die Laute rausgeholt und habe ein bisschen gebardet, während die anderen hier einen Tiefling-Druiden gespielt haben, einen Gnom-Mönch und irgendwie sowas. So viel kann ich schon mal verraten. Es ist wurscht egal, was du hier spielst und was für ein Mensch, ob du ein Mensch bist oder eine Klasse hast. Du kriegst halt Hitpoints, du kriegst eine Sonderfertigkeit und vielleicht kriegst du einen Startgegenstand. Aber das Spiel muss ja so designt sein. Es ist ja immerhin ein nächstes Spiel, dass egal was du bist, es muss es schaffbar sein. Und das merkst du halt relativ gleich. Schon mal Abzug der B-Note. Aber ich wollte ja jetzt noch gar nicht über das Spiel so reden, sondern wie spielt sich's? Ne? Also ich habe hier in dieser Schachtel ganz klassisch, wie man es halt so erwartet, Unterteilung in Fächer, wo drauf steht, hier nicht öffnen, erst bei Beginn des Akt 2, liest diese Karte nicht, bevor du aufgefordert wirst. Auch das Anleitungsheftchen hier erklärt im Prinzip von der Ursuppe an so ein bisschen D&D-Regeln. Ja, ich habe ein W20 und dann kommt ein Monster, das hat 5 Hitpoints und so Sachen wurden da erklärt. Das ist relativ langweilig, wenn man es schon kennt, aber es wird ja immer erst an der Stelle erklärt, wenn du es auch erstmalig brauchst in dem Spiel. Und das macht das Spiel echt gut. Ne? Also voll okay, du kannst jetzt hier snobistisch sagen, oh, ich komplett mir weg mit so Grundregeln, ich hier D&D-Erfahrung und so. Es funktioniert leider so nicht, weil es ist ja sehr vereinfacht und macht viele Dinge anders, als du es gewohnt bist. Deswegen lass dich drauf ein. Und wir haben dann halt hier, wenn man das uns gleich mal im Detail ein bisschen anschaut, ich will ja nicht zu viel zeigen, wir haben halt hier solche, das ist der erste Raum im Spiel, das ist kein Geheimnis, das ist eine Taverne, das ist halt einfach so ein Raum, der hat Zahlen drauf und du kannst mit deinen Charakterfiguren dann da rumlaufen und sagen, ich gehe zur Nummer 4 und guck mir das an. Und dann sieht man halt aus dem Stapel hier die Nummer 4. Und da steht dann drauf, ja, da prasselt das Kaminfeuer. Du findest in dem Kaminfeuer einen zerknüllten Zettel, der gerade am Verbrennen ist. Versuch ihn rauszuholen oder sowas. Und dann machst du halt eine Charakterprobe auf irgendwie Geschicklichkeit. Und du kriegst halt ein W20 dafür. Und da steht ein Wert drauf. Du musst 17 würfeln oder so, damit es klappt. Und falls dein Charakter jetzt halt Geschicklichkeit als Fähigkeit, sag ich mal, als Perk hat, dann darfst du noch ein W6 dazu nehmen, um es einfach ein bisschen leichter zu machen. Und dann hast du halt ein Würfelergebnis und dann kommt dann halt raus, ah, entweder, okay, du verbrennst dir die Finger in dem Kamin oder du holst den Zettel raus, ohne dich zu verbrennen. Aber Exit-Spiel. Es muss funktionieren, du wirst den Zettel immer rausbekommen, weil sonst geht es ja nicht weiter. Und das Einzige, was dann halt der Unterschied ist, ist ein Hitpoint verloren oder nicht. Und dann hast du halt wie bei so einem klassischen, ja, wo ist es jetzt, bei so einem klassischen Spiel halt, ich kann es jetzt, du findest halt beispielhaft einen halben Brief, der ist angekokelt. Und irgendwo im Spiel ist der zweite Hälfte des Briefs. Und die fügst du dann zusammen und dann kannst du es lesen, da sind Hinweise drauf, wo du dann irgendwas draus schließen kannst. Und ganz oft, wie es halt so ist, kommt dann halt irgend so ein ganz komisches Rätsel mal, das ist irgendwie hier ein paar Zahnräder, man muss mal irgendwie drehen und gucken, wie die sich verändern. Dann gibt es halt wieder dieses Drei-Zahlen-Thema und wenn das richtig ist, dann darfst du die Karte mit der richtigen Zahl hier ziehen. So funktioniert es. Jemand, der viel Exit spielt und so, der findet sich da gleich wieder. Ich habe mich da nicht so wieder gefunden. Und was halt dieses Spiel toll macht, was alle Exit-Spiele nicht gut machen, und dieses Spiel macht es echt gut, auch mit einer hohen Produktqualität und alles voll in Ordnung und so, ist halt darum, eine Story rumzuspinnen und so ein bisschen sich zu bemühen, zu erklären, warum sind wir da, wieso tun wir das überhaupt und warum macht es gerade Sinn, dass ich jetzt hier dieses Rätsel lösen muss, weil oft ist es halt, ich komme in den Dungeon und da ist halt eine Tür, die ist halt verrammelt mit so einem Kombinationsschloss und ich muss halt irgendwie die Hinweise, das lasse ich mir alles noch gefallen. Ja. Klar kommen natürlich ab und zu mal so die Situationen, wo ganz merkwürdig ist, dass du aus drei Tränken was zusammenmischen musst, von mir aus und irgendwie halt da anwenden in dem Raum und du denkst, ja, warum sind denn diese Tränke, wo ich auf diesen Gegenstand anwenden muss, jetzt überhaupt hier? Wieso finde ich die da plötzlich? Weil, macht gar keinen Sinn. Und das ist halt dieses typische Exit-Problem. Das kann man mit ein bisschen Wohlwollen, kann man das wegdrücken und akzeptieren. Aber ich schweife schon wieder zu arg ins Detail ab. Also, ich gehe nochmal zurück. Das sind drei Kapitel. Mit jedem Kapitel wird ungefähr mit 90 Minuten so angesetzt. Schwierigkeitsgrad 4 von 5 Punkten.
Wir haben jetzt das erste Kapitel jetzt mal durchgerascht und hatten nie Probleme. Das war echt nicht schwer. Ein bisschen nachdenken kommst drauf. Und auch Gegner und so, die rotzt du dann halt weg, ist gar kein Problem. Das ist mehr so zum fluffig durchspielen. Das Spiel will ich gar nicht belästigen. Nebenbei noch ein bisschen Schnaps trinken, dann läuft die Sache. Vielleicht wird es jetzt auch schwerer, das kann schon sein. Und was halt da ganz interessant ist, ist, das ist auch so ein bisschen ein Nachteil. Ihr kennt es aus anderen Exit-Spielen oder wenn ihr mal so einen Exit-Adventskalender machen musstet oder so, falls ihr einen Partner habt, der euch hasst, dann steht da zum Beispiel drin, du machst ein Rätsel und dann kommst du auf eine Zahl. Und wenn diese Zahl aber die falsche Zahl ist, was passiert denn dann? Dann gibt es nichts. Oder bei guten Sachen, dann gibt es eine Karte, wo die falsche Zahl drauf ist, du nimmst die Karte, drehst sie um und da steht drauf, du bist ein Depp, das hat nicht funktioniert, falsch. Und das ist ein bisschen ein Problem hier in diesem Spiel. Diese Karten gibt es nicht. Also, wenn du praktisch auf den Code kommst, 183, und willst dann die Karte 183 suchen, 183 ist aber nicht im Stapel, dann weißt du schon, es hat wohl nicht geklappt. Aber beim Durchblättern des Stapels, was du wirklich laut Anleitung tun sollst, du musst ja die Karten durchgucken, merkst du dann halt, 128 gibt es nicht, aber es gibt eine 126. Keine 125 und keine 127. Dann muss wohl 126 oder so die Lösung sein. Dann guckt man doch mal nach und dann plötzlich, ach so, ja, 126. So als Beispiel. Und das passiert halt relativ oft, wenn du die Lösung nicht auf Anhieb findest und willst eine falsche Lösung ziehen, die es gar nicht gibt, dann siehst du auf dem Weg dorthin aus Versehen die richtige Lösung. Das ist ein bisschen schade, weil sie im Prinzip den ganzen Platz zwischen den Karten, es gibt eine 1, 2, 3, 4, aber es gibt keine 5, 6, 7, dann geht es weiter mit der 8 und 9 oder so. Und dann siehst du plötzlich, diese großen Lücken, die sie da drin lassen, sind halt immer, da fliegst du, das scannst du mit den Augen drüber, ohne dass du es willst, weil das Spiel will, dass du da die Zahl suchst, dass du dir dann im Prinzip so ein bisschen immer ein bisschen selber hilfst, obwohl du es gar nicht möchtest. Und das ist ein bisschen kaputt. Sie hätten praktisch ganz einfach das Problem lösen können, indem sie diese Zahlen um die Lösung drumherum, die 125, die 127, einfach auch als Karte da reinhauen mit hinten dem Hinweis falsch oder so. Dann wäre es dir nicht so ins Auge gesprungen. Es wäre leicht gewesen, das zu verhindern. Und das ist echt schade. Ja? Nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass wir gecheatet haben oder da uns die Lösung so ins Auge gesprungen ist, aber es ist so, im Unterbewusstsein merkst du, dass da Zahlen zwischendrin fehlen beim Durchblättern und dann macht so, aha, ja. Aber das ist ein bisschen schade. Ne? Ja, und ansonsten, Stories. Weiß noch nicht so richtig, also fängt so relativ normal an. Klassisch, wir sind halt eine Heldengruppe, wir haben den Auftrag, jemanden zu suchen, weil irgendwie verschwinden Leute oder so und wir müssen halt rausfinden, wohin. Und dann kommt man halt wahrscheinlich laut Hüllenbeschreibung, ja. Akt 1 ist halt das Geheimnis der 10 Städte, also ja, also wir sind hier im Eiswindtal, nie Winter und sowas. 10 Städte gibt es da auch und natürlich auch tauchen so Namen auf wie Bryn Shander und sowas. Jeder, der die Geschichten vom Dunkelelf gelesen hat, der kennt diese Orte. Wir werden auch im Unterreich mal tätig sein und laut Akt 3 auf der Schachtel werden wir einen Turm im Niewinterwald besichtigen, sag ich mal. Und das ist schon das beste Escape-Adventure-Game, das ich bisher mal gespielt habe. Einfach weil es opulent daherkommt, es ist viel los auf dem Tisch, viele Karten und baut sich da auf und macht Sinn und ist auch interessant. Ich will nicht sagen spannend, aber interessant. Gefällt mir richtig gut. Wir spielen das jetzt gemütlich mal weiter und es ist auch keins von den Spielen, die man kaputt macht. Das kann man theoretisch nachher wieder eintüten, resetten und dann jemand anders geben oder vergessen und irgendwann mal nochmal spielen oder sowas. Man macht es halt nicht kaputt. Und ich fand für den Preis, den ich dafür bezahlt habe, ich glaube knapp 38 € oder so, ist voll okay. Es hat uns dieses D&D-Feeling mal ein bisschen zurückgegeben, ohne zu groß und aufwendig und opulent zu sein und auch nicht, übrigens sehr gut, nicht so arg auf Kämpfe zu fokussieren. Es kommt ab und zu mal ein Kämpflein, das ist aber so ein bisschen frei umwürfelt, dann weiter, bis der Gegner tot ist. Ganz easy, da gibt es nicht viel zu entscheiden. Es gibt da keine Taktik und Positionierung und irgendwie, das ist dann gleich vorbei. Es geht um Rätsel lösen. Und das ist schön, ist schöner Fokus drauf. Toll gemacht. Also von daher habe ich jetzt das Intro und das Fazit für das Spiel hier schon mal verraten. Ich würde jetzt einfach mal ganz kurz nur ein bisschen über das Spielmaterial drüber fliegen, ohne was verraten zu wollen. Das ist mein Anspruch.
Und das Einzige, was es gleich zu sehen gibt, falls ihr gar nichts wissen wollt, nichts sehen wollt, dann schaltet jetzt ab. Ist okay, bin ja nicht böse, ist mir auch egal. Ich zeige den ersten Raum des Spiels, wo halt die Story beginnt, einfach mal, um zu zeigen, wie man das Spiel so steuert. Und ihr werdet mal ein paar Charakterbögen sehen. Die sind auch kein Geheimnis, weil damit startet man das Spiel. Ich werde alles, was Rätsellösung und Hinweis zur Story ist, mal hier entfernen, gleich vom Tisch. Von daher, alles gut. Wir sehen uns gleich hier. Falls euch die in den Knochen liegt oder ihr möchtet mal reinschnuppern. Also ich könnte mir vorstellen, ihr habt gar keine Ahnung, was Dungeons und Dragons und Rollenspiel ist. Das Spiel will euch da ein bisschen hinführen, indem es dann auch so peinliche Sachen von euch will, sage ich mal so. Ne? Ihr gestaltet einen Charakter. Und am Anfang in dem Raum hier geht man hin und bestellt erstmal ein Getränk. Und es steht auf der Karte drauf, beschreibe den anderen hier am Tisch, was für ein Getränk du bestellst und wie. Und dann stehen alle so wie vom Donner gerührt, so, ah shit, das muss ja Rollen spielen. Und dann, ja, ich trinke einen Kräuterschnaps, Holdemaid und irgendwie sowas. Das ist dann das, wo ein bisschen das Rollenspiel von dir rausgekitzelt wird. Und solche Situationen gibt es ab und zu mal auf den Karten, aber die wirken so ein bisschen Fremdkörper, weil du spielst da hier sehr mechanisch Rätselkarten und so. Und dann steht da plötzlich drauf, ah, tu mal irgendwie jetzt ein bisschen hier Lied trällern oder so auf deiner Lautstelle. Macht man das halt auch. Ja. Das muss man mögen, aber mal so weit, so gut. Und ich zeige euch jetzt mal ein bisschen, wie das aussieht und wie sich steuert. Ja, das ist der erwähnte Stadtraum. Das ist der Taverne irgendwo im Eiswindtal in der Nähe von Niewinter. Die wird aufgebaut und letztendlich bekommt jeder Charakter halt hier die Wahl, irgendwie eine Klasse, eine Rasse auszuwählen. Ich habe hier jetzt eine Tiefling-Druidin, die ist charismatisch und weise. Ne? Dann bildet sich hier aus der Karte eine Hitpoint-Leiste und man fängt praktisch mit der vollen Hitpoint-Anzahl an, indem man so einen Marker drauflegt. Dann bekommt jeder noch eine Stadtwaffe zugewiesen, die ist auch kein Geheimnis, weil Stadtwaffe, die kommt da dazu, hat halt hier den Dolch der Schnelligkeit. Und da steht halt ein Wert drauf, der zu erwürfeln ist, wenn man, also man kann, sagen wir mal, macht auch Schaden, das steht auf der Karte des Gegners drauf, ab einem gewissen Wert, aber wenn man diesen Wert hier erreichen sollte, dann kriegt man noch diesen zusätzlichen Bonus, der da unten drunter steht. So könnte es hier beim Tiefling-Druide sein. Ich hätte aber hier eine Drakoiden-Magierin, die hat halt das Schwert der Schärfe dabei. Und außerdem hat jeder Charakter einen Stufe 1 Fähigkeit, wiederhole einen beliebigen Wurf. Einmal pro Akt darf man das benutzen. Oder hier haben wir eine Dornenpeitsche und ihr seht schon, das sind meistens Dinge, die irgendwie halt Schaden verursachen, dass die Kämpfe schnell vorbei sind. Jeder Charakter hat dann auch hier so eine mitgelieferte kleine Figur. Und dann haben wir natürlich noch ein Set Würfelchen dabei, die sind ganz okay. Und dann gibt es noch ein paar Marker, nämlich Hitpoint-Marker oder halt irgendwelche Kampfmarker oder so. Da liegt ein Tütchen dabei. Der Rest sind einfach nur Karten, die sind alle jetzt umgedreht, keine Verräten. Es gibt noch einen Stapel mit Beutekarten, da sind halt Sachen drin, die man unterwegs finden könnte. Oder halt diese Karten, die man halt lesen soll. Wenn zum Beispiel jetzt das Abenteuer losgeht und dieser Tiefling sagt, ach ja, ich gehe da Hanna auf die Nummer 2 und guck mir das an, dann würdest du, ich lese es nicht vor, finde es jetzt auch nicht, die Karte 2 lesen. Und da steht dann halt meinetwegen drauf, kann man sich ja mal anschauen, ne? Da ist ein prasselndes Kaminfeuer und du bestellst dir erstmal ein Humpen Bier oder irgendwie sowas. Wie entscheidest du dich? Ja, geh weiter zu 135 oder so. Und später geht es dann halt weiter und die Karte vergrößert sich immer mehr. Da liegt dann Brett B aus und Akt 1. Und es hat halt ein paar Räume, da wird es ein bisschen größer und das Abenteuer breitet sich immer mehr aus. Und das ist hier so ein klassisches Ding. Wenn man die Schachtel öffnet, steht hier Stopp, mach nur das, was hier drauf steht. Und das ist einfach die Einführung. Ja, das ist die Story. Und dann steht dran, nimm dir einen Charakter und dann geht's los. Und erst dann darfst du mit dem Spiel starten. Das ist so ein kleines Ding. Und ansonsten Anleitung drin und jede Menge Karten. Da gibt es nicht viel zu sagen. Aber es reicht. Ne? Und dann hat man einen Haufen solche Sachen wie einen Umschlag, wenn man einen Todesfall zu öffnen. Oder wenn ich Akt 1 gelöst habe, gibt es einen Umschlag, den ich öffne. Und da steht dann die Lösung drin, ob man richtig lag oder nicht. Also alles, alles, hoppala, Entschuldigung, alles, alles sehr gut. Kann man echt mal machen. Gefällt mir gut. Bin gespannt, wie es weitergeht. Das ist ein Escape-Exit-Dingsbums-Spiel, was sogar ich toleriere. Und das soll was heißen.